Boris, vielen Dank. Wow, sind aber ganz schön viele gekommen. Also ich freue mich auch riesig. Vielen herzlichen Dank, dass Sie alle da sind. Die Ausstellung sollten Sie sich wirklich anschauen. Es gibt in der Tat viele Entdeckungen zu machen. Und Sie sehen hier ja auch den Titel meines Vortrags, 10 Fakten, 10 Gedanken zum Thema... Datenvisualisierung. Auch schon schön. Stopp. Das liebe ich. Es wird ein sehr schmaler Vortrag heute. Ja, Sie wissen, ich unterrichte in Augsburg und wir haben in der Tat heute viele Männer hier auf dem Podium. Ich kann Ihnen sagen, ich habe dieses Semester 10 Absolventen gehabt, sehr viele Frauen. Liebe Kollegen, ändert sich bald was. Ja, 10 Gedanken zum Thema Infografik. Sie wissen, ich sammle Infografik aus dem 18., 19. und 20. Jahrhundert. Und wenn es über die Geschichte der Infografik geht, dann glaube ich, braucht man erstmal ein bisschen Rüstzeug, um sich in dem Gebiet, das vordergründig sehr attraktiv ist, aber hinter dem sehr viel steckt, zurechtzufinden. Deswegen zunächst mal ein bisschen Rüstzeug zum Thema Infografik. In einem meiner Bücher, How to Keep Your Volkswagen Alive aus dem Jahr 1971, war diese Illustration zu sehen. Und die zeigt eigentlich sehr schön, was passiert, wenn es keine Infografik gibt. Während die Frau schon tief und selig schlummert, liegt man noch wach im Bett und versucht, das Getriebe, den Motor, den man gerade auseinandergebaut hat, gedanklich zu behalten. Infografik ist eigentlich eine Visualisierung, eine externe Visualisierung von komplexen Zusammenhängen. Infografik ist auch, und das ist sowas ein bisschen wie eine Definition, die ich meinen Studierenden auch immer versuche beizubringen, ist eine intentionierte und überlegte Visualisierung von Informationen mit einem bestimmten Ziel, nämlich Dinge zu klären, zum Beispiel wo der nächste Notausgang ist, komplexe Sachverhalte zu erklären, wie bestimmte Dinge funktionieren und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt natürlich, um Wissen zu vermitteln. Visualisierung hört sich jetzt ja, relativ banal an, aber Visualisierung ist immer auch eine Übersetzungsleistung und wenn Sie sich die Beispiele hier anschauen. Hier vorne haben wir ein medizinisches Buch. Kein Mensch würde gerne Fotografien vom offenen Herzen anschauen. Viele schockt sowas, viele können sowas gar nicht damit umgehen. Deswegen eine Übersetzung in einen anderen grafischen Stil als Visualisierung in der Infografik zu verwenden, ist ein Mittel, um Denken zu ermöglichen. Auch wenn Sie in der Zeitung lesen, dass jemand von einem Hochhaus gesprungen ist, die Fotos oder Handyvideos wollen Sie nicht sehen dazu. Aber eine Grafik mit einem Pfeil, das ist etwas, was einen nicht im Denken blockiert. Eine wichtige Aufgabe von Infografik. Infografik versucht also im Wesentlichen, das Wissen bei den Nutzern zu erhöhen und dieser etwas romantisch angehauchte Stich aus einem Buch von Flammarion, über den man übrigens gar nicht so viel weiß im Verhältnis zu seiner Bekanntheit, symbolisiert für mich aber trotzdem dieses Bestreben, hinter die Welt zu schauen, die Welt zu verstehen und die Mühlräder, die inneren Zusammenhänge zu verstehen. Das ist was, was der Menschheit eigen ist, was sie schon immer gerne gemacht hat.
Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass in den Verfassungen der westlichen Demokratien es immer einen Paragraphen gibt, der genau diesen Wissenszuwachs die Möglichkeit garantiert. Bei uns ist es das Grundgesetz Artikel 5. In totalitären Staaten spielt Infografik kaum eine Rolle. Die Partyversion, wie Infografik funktioniert. Wenn Sie sich einen Anzug kaufen oder ein paar Schuhe, einen Ring oder eine Tasche oder einen Computer, dann kaufen Sie ein Objekt, das Ihnen gehört, das Sie toll finden. Infografik hat aber eher so eine Steigbügelfunktion. Das heißt, wenn Sie eine Infografik besitzen oder eine Zeitung gekauft haben, dann entfaltet die ihre Wirkung, sondern die Entfaltung der Wirkung einer Infografik ist immer nachgelagert. Das heißt, die Produkte selbst sind eigentlich Werkzeuge des Denkens. Und hier so die Partyversion, ein Informationsdesigner recherchiert Informationen zu einem Thema möglichst umfassend, aber meistens doch nur bruchstückhaft und versucht dann ein geistiges Modell dieser Informationen zu konstruieren, über Skizzen, über Gestaltungsprozesse, da brauche ich hier wahrscheinlich in dem Rahmen nichts zu erzählen, und versucht dann, diese Gedanken zu externalisieren. Also das heißt, er baut die Grafik nach dem Modell, das er recherchiert hat. Und das Interessante ist, dass der Nutzer der Infografik zwar das Artefakt betrachtet, aber es ihm aber eigentlich darum geht, die Information zu verstehen, die Grundlage der Grafik war. Auch hier eine ganz, ganz einfache Unterteilung, in welche Unterbereiche man eigentlich Infografik unterteilen kann. Und es sind im Wesentlichen drei Bereiche, die Sie in Infografiken, die Sie heute in Zeitungen und Zeitschriften sehen, nicht so singulär sehen. Da gibt es ganz große Erklärstücke, die diese Disziplinen vereinigen, mischen. Aber im Wesentlichen kann man sagen, es geht bei der Infografik um Daten und Datenverhältnisse. Das geht von der klassischen Wahlergebnisgrafik bis hin zu Datenvisualisierungen. Es geht um Sachen und Sachverhalte. Und es geht um geografische Zusammenhänge. Das sind so die drei Hauptsäulen der Infografik. Und es ist ein leichtes für Sie jetzt, wenn Sie die Ausstellung anschauen, jeweils eine Zuordnung zu machen. Ich habe so ein paar Beispiele kurz mitgebracht zu den Bereichen, um das ein bisschen klarer zu machen. Zahlengrafik, das sind jetzt hier Torten aus einem relativ alten Lexikon. Also Sie wissen, Torten, Balken, Säulen und andere Darstellungsformen. Das ist so das, was man schon sehr lang kennt und auch in den Medien findet. Aber es geht dann auch weiter. Moritz Stefaner ist da. Ich habe einfach mal deine Grafik da genommen. Moritz hat die Beziehungen zwischen Twitter-Accounts untersucht und hat versucht, die Follower zu korrelieren. Das heißt also darzustellen, wer folgt wem, um dann im Ergebnis, und das sieht man dann in der Größe der Kreise, die wichtigsten Twitter-Accounts rauszuarbeiten, zu visualisieren, die wegweisend für die Branche sind. Bei der Sachgrafik gibt es drei Untergruppen noch, die ich ganz kurz anreißen möchte. Da gibt es die sogenannten Objektsysteme. Das sieht man hier, das sind, müsste einem bekannt vorkommen in München, die Allianz Arena. Da geht es darum, dass man Objekte, ob das jetzt eine Fernbedienung oder Stadion ist, in seinen Einzelteilen darstellt. Das heißt, es ist ein Ding, das hat irgendwie eine Außenform und man schaut sich an, wie ist dieses Ding eigentlich zusammengesetzt. Das sind die Objektsysteme, es gibt aber auch Bezugssysteme, das heißt, es werden Beziehungen zwischen zum Beispiel Institutionen dargestellt. Das ist ein Isotype-Chart von 46, wo das politische System der Vereinigten Staaten verglichen wird mit dem des Vereinigten Königreichs.
Und es gibt ein drittes System, das ist ein sogenanntes Regelsystem. Da geht es nicht um Beziehungen hauptsächlich, sondern das ist ein Ausschnitt aus einer Grafik einer sehr wichtigen Agentur in Berlin, wo sie darstellt, wie ein Gesetz Gestalt annimmt, wer Gesetze einschreiben darf, durch welche Institutionen die gehen müssen. Und wenn Sie genau schauen, dann sehen Sie, dass es hier zweimal den Bundestag gibt. Den gibt es natürlich nur einmal, aber das zeigt einem so ein bisschen, dass es hier nicht um ein Bezugssystem geht, sondern um ein Regelsystem. Bei der Kartografik geht es um geografische Karten. Das ist eine relativ bekannte Karte aus meiner Sammlung von Konstantin Anderson. Alle, die Edward Tufte als Autor von Infodesign-Büchern kennen, wissen, dass das auch eine Karte ist, die er sehr hoch schätzt. Also bei der Kartografik geht es um solche thematischen Karten. Nicht nur im Print, sondern auch im Online-Bereich. Das ist die Wahlkarte der New York Times. Die Interaktivwahl, ich habe das jetzt hier nicht mitgebracht, aber Sie konnten also hier über die einzelnen Counties rüberfahren und dann die Wahlergebnisse sich anschauen im Detail und hatten aber gleichzeitig oben so eine Art Balkendiagramm. Diese Grafik wurde live befüllt, das heißt die amerikanische Bevölkerung, die Interessierten überhaupt, konnten sich anschauen, wer führt jetzt eigentlich gerade die Wahl an. Nur im Schnelldurchlauf, Infografik als wissenschaftliche Disziplin, das ist das, was wir an der Hochschule natürlich nochmal in größerem Detail betrachten. Wir schauen uns also nicht nur den Gestaltungsaspekt von Infografik an, sondern wir schauen danach, das sind die Selektoren am Anfang, welche Struktur von Information eignet sich eigentlich für eine Umsetzung in eine Infografik und welche nicht. Das sind Fragestellungen, die man aus dem Journalismus kennt. Wenn ich jetzt hier das Podium runterfall, interessiert es außer Ihnen vielleicht niemanden. Aber wenn Helmut Kohl mit seinem Rollstuhl hier rüberfahren würde, dann würde da wahrscheinlich morgen in der Zeitung was stehen. Also es gibt so ein paar Kriterien, die dafür sorgen, dass aus Informationen Nachrichten werden. Kennt man im Journalismus, solche gibt es auch in der Infografik. Und wir schauen uns eben den gesamten Prozess an, auch die Bedingungen der Entstehung, das heißt also, wer gestaltet eigentlich in welchem Zusammenhang Infografik. Wir schauen uns natürlich das infografische Artefakt, also das Produkt an, aber wir schauen auch, welche Effekte und welche Ziele man mit Infografik erreichen kann. Aber kommen wir jetzt mal zur Geschichte der Infografik. Und es ist ja, wir hatten schon drüber gesprochen, die Höhlenzeichnungen könnte man als Anfang der Infografik, der Visualisierung sehen. Und ich kann natürlich jetzt den ganzen Tag hier über die Geschichte sprechen. Ich möchte Ihnen aber trotzdem ein paar Beispiele zeigen, die ich auch für besonders wichtig halte. Das sind Ausschnitte. Aber 1500 vor Christus gab es schon eine Karte einer Ortschaft in Italien. Und das Interessante daran ist, und das ist eine große Leistung der Infografik bis heute, dass sie Standorte einnehmen kann, Blickwinkel anbieten kann, an denen die Autoren niemals waren. 1500 vor Christus, da ist noch niemand höher als einen Meter gesprungen. Trotzdem zeigt diese Karte den Blick von oben auf eine Ortschaft. Hier ist eine Übersetzungsleistung von, ja, vielleicht Designern, die aber niemals über ihrem Ort geschwebt haben. Paolo Uccello ist ein Künstler eigentlich, aber Perspektivzeichnungen, wie es hier dieser Vase angefertigt hat, die, und wir haben das Thema 3D ja heute, die aussehen, als wären sie in einem 3D-Modell, in einem 3D-Programm als Wireframe gebaut worden. Die Staatsbibliothek in München hat ein Original der Schädelschen Weltchronik, in der Hartmann Schädel versucht hat, das weltliche und geistige Wissen zu sammeln in einem großen Buch. Und schauen Sie sich mal an, wie er die Schöpfungsgeschichte erzählt. Mit Infografik.
1493. Das ist nicht nur Infografik, schauen Sie sich an, wie viel Platz der Infografik eingeräumt wird. Das heißt, der Kampf, der heute in den Medien manchmal stattfindet, um größere Grafiken, das ist ein Problem der Neuzeit. Früher war das andersrum. Und wir schauen uns nochmal zwei Seiten im Detail an. Da geht es natürlich um ein Weltbild, bei dem die Erde in der Mitte steht. Aber trotzdem, es ist Grafik. Und zwar es ist Infografik, erklärende Grafik. Das war kein Einzelfall. Ich komme jetzt aus Augsburg, aus einer Stadt, in der die ersten Zeitungen überhaupt gedruckt wurden. Und hier 1563 sehen Sie eine Illustration. Das ist noch keine Infografik, aber eine Visualisierung in einem Printprodukt. Aber hier in der Mitte, das ist eine Erklärgrafik zu einem Menschen, der erstmal ein paar Leute umgebracht hat, dann nach einer Gans gejagt hat und schließlich dann der Gerichtsbarkeit zugeführt wurde. Das ist eine Grafik, das ist keine Illustration, sondern die Autoren haben versucht, Dinge zu erklären, visuell. 1595. Trotzdem muss man natürlich sagen, und Sie ahnen es, gute Infografik, schlechte Infografik gab es schon immer. Und ich würde Ihnen gerne ein paar Beispiele zeigen. Das sind Bücher, die in meiner Sammlung sind. 1898 ist der Pictorial Atlas of the World erschienen. Das ist ein Atlas, bei dem es nicht nur um geografische Zusammenhänge, sondern auch um die Visualisierung von Statistik geht. Ich möchte auf die Seite gar nicht im Detail eingehen, nur dass es total strange ist, auf der einen Seite eine Karte von Dänemark zu haben und dann geht es hier um die Einwohner im Verhältnis zur USA. Also thematisch ein bisschen sehr seltsam, dieses Ding. Übrigens auch gestalterisch, wenn man sich diese Doppelseite hier mal anschaut. Ich wage nicht in diesem Zusammenhang über diese Grafik hier zu sprechen, aber möchte Sie trotzdem sensibilisieren für die auf der rechten Seite. Da geht es um die Bevölkerungsdichte der wichtigsten Länder der Welt 1890. Und jetzt frage ich Sie mal, was glauben Sie denn, welches der hier gezeigten Länder am dichtesten besiedelt ist? Ja, und schon fangen Sie an zu denken. Es ist nämlich nicht klar, es ist tatsächlich Belgien. Also die Visualisierung hat nicht wirklich einen Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Daten. Schlechtes Beispiel. Jetzt kommt eins, das ein bisschen besser ist. 1903 kam dieser Atlas auf den Markt und da sind ganz, ganz viele schicke Karten drin, aber es geht auch um die Bevölkerungsdichte. Und Sie sehen, ich zeige jetzt auch gleich nochmal ein Detail dazu, Sie sehen eine Visualisierung, die viel, viel eher klar macht, welches Land, welcher Staat dicht besiedelt ist. Wir haben hier noch einen Color Code unten drin, das heißt, diese Daten werden noch korreliert mit the relative ability to read and write, also mit der Lese- und Schreibfähigkeit in den einzelnen Staaten. Das lassen wir mal außen vor, aber schauen uns das Detail an. Wow, also man sieht ganz deutlich, dass die Bevölkerungsdichte in New York höher ist als in New Mexico und in Nevada passiert quasi nichts. Aber das ist doch eigentlich eine viel zielführendere Visualisierung. Finde ich sehr gelungen. Wenn man über Infografik spricht, und auch wenn Sie sich nochmal die Ausstellung anschauen, das sind natürlich vor allen Dingen Seiten, Artefakte zu sehen, bei denen Infografik die Hauptrolle spielt. Dürfen Sie mir nicht verdenken, wenn ich das Zeug sammle. Aber wenn man wirklich in die Geschichte reinschaut, dann stellt man schnell fest, dass es Herausgebern sehr früh ein Anliegen war, neben Fotografie und Text Infografik als Teil einer Vermittlung zu etablieren. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, auch ein Buch, das in meiner Sammlung ist, von 1935. The Popular Science Educator, ein ganz tolles, toll gemachtes Buch, schlecht reproduziert von mir.
Da werden zu Mechanik, zu Physik, zu Chemie, zu den naturwissenschaftlichen Disziplinen Sachverhalte erklärt. Und das ist so eine Aufschlagseite, wo es jetzt also um die Railway geht. Und Sie sehen schon, dass es zwar sehr textlastig ist, diese Seite, aber dass eine handgezeichnete Infografik hier in der Mitte drin ist. Wenn wir aber weiterschauen auf die nächste Doppelseite, werden wir mit einer doppelseitigen Infografik, die auch noch thematisch unterteilt ist, konfrontiert, und der Text erfüllt eigentlich höchstens Bild- und Unterschriftscharakter. Das ist aber noch nicht das Ende, es geht dann noch weiter. Dann kommt natürlich mal wieder ein bisschen Text, man soll ja auch was lesen. Aber trotzdem, wenn Sie sich anschauen, wie viel Platz die Infografik hier einnimmt, das ist für die Zeit doch außergewöhnlich. Und auch auf der nächsten Seite nochmal Cutaways, Schnittzeichnungen, die genau erklären, wie so ein Zug funktioniert. Die technischen Anstrengungen zur Infografik, das können Sie sich vorstellen, waren also vor der Erfindung des Grafikcomputers immens. Also da war es richtig aufwendig, Grafiken zu erstellen, und ich möchte Ihnen gerne zwei Beispiele zeigen. Ein Beispiel, da bin ich erst vor ein paar Tagen auf dem Weblog typografie.info drüber gestoßen. Also falls Sie das nicht kennen, das ist ein ganz tolles Weblog zum Thema Typografie. Da habe ich gelernt, dass es typometrische Karten gab, so um 1799. Das sind Karten, die im Bleisatz gesetzt werden, mit beweglichen Lettern. Also Sie wissen, falls Sie mal Bleisatz gemacht haben, wie schwierig das ist, die in eine Reihe zu kriegen, ohne dass sie runterfallen. Aber hier sehen Sie einen Kartenausschnitt, bei dem die Hügelchen alle gleich aussehen. Das sind Bleilettern. Und hier kann man also einige unterschiedlich hohe Gebirge sich anschauen. Das waren alles Bleikegel, die, und das können Sie sich jetzt vorstellen, mit wie viel Blei hier ausgeschossen wurden. Toll, es gab sogar, er hat ein Patent darauf gehabt. Das ist ein Punkt. Vor der Einführung der Lithografie, die natürlich so eine Technik sofort abgelöst hatte, war das eine Möglichkeit, Karten zu erstellen. Und es war deswegen so praktisch, weil man die auch schnell aktualisieren konnte. Also sie haben einfach hier den Ort rausgenommen und haben anderen Namen reingesetzt, und dann hatten sie wieder eine aktuelle Karte. Das ist eine Sache. Aber, und jetzt nehmen wir uns ein bisschen Zeit, um das anzuschauen, es gab auch sehr, sehr früh animierte Infografik im Film. Und diesen Film, den zeige ich Ihnen jetzt, der geht so ungefähr 2 Minuten, 1928, kein Ton. Und schauen Sie sich an, da wird Fotografie. Na? Vorhin ging es aber noch. Ja, das mache ich die ganze Zeit. Was machen wir jetzt anders? Denn hier ging es. Na, ich kenne die Seite auswendig. Und schon geht der Film. Arbeitet mit Fotografie, mit Grafik, mit Animation. Sie sehen, wie hier aus der Fotografie überblendet wird, mit einem Zoom rein. Und dann wird in der Mangelung von Sprache mit eingeblendeten Textfeldern erklärt, wie der Ton von einer Quelle bis ins Hirn kommt. Übrigens, ich lasse das Ding hier gerade mit 125-facher Geschwindigkeit, also mit 1,25-facher Geschwindigkeit laufen, weil sich natürlich die Sozialisierung über die letzten 100 Jahre geändert hat. Das heißt, wir können das viel, viel schneller wahrnehmen. Das läuft eigentlich noch langsamer. Das heißt, Sie sehen, es taucht immer mal wieder so ein Zeigestock auf, der einen darauf hinweist, an eine bestimmte Stelle zu schauen. Sie haben Animationen drin.
Und auch wenn uns das jetzt trotzdem immer noch ein bisschen langsam erscheint, es ist eine sehr, sehr klare Vermittlungsstrategie dahinter. Boah, also das ist meine Lieblingsstelle. Also ich wüsste nicht mal, wie ich das heute machen soll. Textslides zwischendrin. Na, wer weiß schon, wie das Ohr funktioniert heute noch. Haben wir mal alle gelernt in Biologie. Das ist ein relativ frühes Beispiel für animierte Infografik. Es gab dann in den 30er Jahren einen richtigen Boom. Es gab Firmen, die das explizit hergestellt haben für Kunden. Aber das ist so eins der frühesten Beispiele, die es zu sehen gibt. Das ist Trick auf Film. So. Und Sie sehen, das ist das Ende der Grafik. Auch das Hirn hat sich in den letzten 100 Jahren ein bisschen entwickelt. Das heißt, die ganze Vermittlung hat mit einem Foto angefangen und hört mit dem Foto wieder auf. So, und jetzt geht's, ist es schwierig, wie es weitergeht. Ja, genau. Interessant ist, dass es nicht nur Infografik relativ lang schon gibt, sondern dass es auch Sekundärliteratur gibt, die sich mit Infografik beschäftigt. Und zwei Bücher, die in meiner Sammlung drin sind, sind vom selben Autor. Der hat einmal am Anfang seiner Karriere und einmal am Ende seiner Karriere dazu ein Buch geschrieben. Willard Cope Brinton war ein Ingenieur, der sich mit Hafenkonstruktionen beschäftigt hat. Und in dem Zuge galt es natürlich, so diese einfahrenden und ausfahrenden Schiffe zu zählen und Grafiken draus zu machen. Und da ist er drauf gekommen, dass es eigentlich gar kein Lehrbuch zum Thema gibt. Und ich zeige Ihnen jetzt ein paar Seiten aus dem zweiten Werk von 1939. Da geht es so um allgemeine Einführungen. Natürlich ist dieses Buch auch ein Kind seiner Zeit, aber nicht nur. Er beschreibt in dem Buch eigentlich im Wesentlichen die unterschiedlichen Darstellungsformen, Visualisierungsmöglichkeiten von Zahlen, Sachzusammenhängen. Und wenn Sie dann aber mal schauen, dann kommen Sie plötzlich hier auf so einen Generalogie-Chart, den Sie fast unverändert heute so auch im Netz, zum Beispiel bei der New York Times, finden. Also das hat sehr, sehr viel schon mit moderner Datenvisualisierung zu tun. Was ich ganz spannend finde, ist diese Seite. Das ist so ein Flowchart. Und er stellt es nicht nur dar, dass es das gab, sondern erklärt auch, wie das damals hergestellt wurde. Und jetzt schauen Sie sich das mal an. Das möchte keiner meiner Studenten heute mehr machen. Das heißt, es sind lauter Papierstreifen, die auf einem Corkboard gepinnt wurden. Und dann wurde dieses Ding, also nach Quantitäten wird hier sortiert, und dann wurde es reproduziert, umkopiert und dann kam die Typografie mit rein. Wahnsinn. Aber das ist, also diese beiden Bücher, über die ich gerade gesprochen habe, die sind sehr singulär, also da gab es nicht viel außenrum. 1973, als Walter Herdeck, Sie kennen Graphis, gibt es ja bis heute als Zeitschrift, ein Buch darüber gemacht hat, das heißt, es war erstmal eine Ausgabe des Graphis Magazines, da hat das ganz dieses Thema Sekundärliteratur nochmal einen richtigen Zug bekommen. Jetzt schauen Sie mal auf die Jahreszahl. 1973 hat er dieses Magazin rausgebracht und als ich das in den Händen hielt, habe ich hinten eine Anzeige gesehen, er hat direkt geplant, ich versuche mal weiter zu klicken, ein Buch daraus zu machen. Das heißt, im gleichen Jahr hat er ein Buch über Infografik gemacht und ich gehe noch mal kurz zurück und Sie können auch sehen, wieso der Anspruch damals war, The Artist in the Service of Science. Das war so der Anspruch, also die Nähe der Infografik zur Wissenschaft, das ist ein Thema, das sich bis heute auch durchzieht. Wenn man mal so ein paar Seiten anschaut, er hat einfach sein Netzwerk genutzt, so viel zum Thema Netzwerk, um Freunde dazu zu bringen, ihm herausragende Beispiele von Infografik zuzuschicken und er hat ein Buch draus gemacht.
Hier nochmal so ein Beispiel für eine Übersetzung. So eine offene Maus möchte niemand als Fotografie sehen. Als Zeichnung funktioniert das ganz gut. Und vielleicht hat einer von Ihnen auch dieses Buch noch im Bücherregal stehen. Werfen Sie es nicht raus, es wird immer wertvoller. Ein Jahr nach diesen beiden Publikationen hat Gruffis wieder einen Standard veröffentlicht. Und es geht da nicht nur um die Abbildung von Infografik, sondern, und da sind wir auch wieder nah an der Datenvisualisierung der modernen Seite. Sind Sie also mit eingelegten Transparentpapieren über Lagerungen. Hier geht es um das Klima in Afrika, Windrichtungen, Populationen. Also vom Stil her eigentlich wirklich relativ nah an dem, was Sie wahrscheinlich heute noch von den Kollegen sehen werden. Geschichte der Infografik hält so manche Überraschung bereit. Sie haben ja jetzt schon ein bisschen auch animierte Infografik von 1928 gesehen. Und wenn man mit offenen Augen durch die Welt läuft, findet man Infografik auch an Stellen, wo man sie nicht vermutet. Für die, die mir auf Facebook folgen, sie wissen, ich liebe den Bodensee, ich bin sehr, sehr häufig dort und fahre immer mit der Fähre von Meersburg nach Konstanz rüber. Und im Sommer, falls Sie das auch machen, wissen Sie, da muss man manchmal warten. Und dann muss man auch manchmal, und da gibt es so ein Häuschen so nebendran und da ist mir ein Graffito über den Weg gelaufen von Hans Sauerbruch aus dem Jahr 1954 mit dem Appellativ oben, benutzen Sie die Verkehrsmittel der Stadt Konstanz. Das heißt, es war im Prinzip ein Stadtplan, der an der Wand ins Graffito-Technik untergebracht war. Also man kann sich da natürlich nicht viel merken, außer dass man vielleicht tatsächlich mit dem Schiff in die Richtung fahren will. Oder auch sonst, die Hauptrouten der öffentlichen Verkehrsmittel in Konstanz waren dort dargestellt. Die haben sich bis heute nicht verändert übrigens. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass das, die einzige Infografik an der Wand ist. In der Technik und habe ein bisschen recherchiert und bin tatsächlich auf ein Buch gestoßen, auf dieses hier, wo in Hildesheim ein bisschen wurde erklärt, wie dort so ein Stadtplan an die Wand gemacht wurde. Ich habe mir dann einen Job in Hildesheim besorgt, bin dorthin gereist, eigentlich nur um dieses Ding da anzugucken. Tatsächlich gab es noch an der Wand. Ich habe nicht viel Informationen dazu gehabt. Das ist eine Schule. Ich bin reingelaufen, habe den Hausmeister gefragt, ob er mir denn noch ein bisschen mehr über das Graffito erzählen könnte. Und dann sagt er, sei gut, dass jetzt endlich einer von der Polizei da wäre. Denn die Graffitis, das wird ja jetzt überhand nehmen. Leider weiß ich bis heute nicht mehr über den Plan. So, aber Sie wissen ja inzwischen, dass ich das Zeug auch sammle. Es gibt nichts Beeindruckenderes als das originale Werk. Und ich möchte Ihnen das an einem Beispiel kurz klar machen. Ein sehr bekannter Infografiker war Fritz Kahn. Das ist das fünfbändige Werk, das Leben des Menschen herausgebracht hat. Und in diesem Buch finden Sie ähnlich wie in dem Lexikon, das ich Ihnen vorhin gezeigt habe, ganz, ganz viele Infografiken integriert. Und Sie denken vielleicht schon, Fritz Kahn, der kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name. Ja, genau. Der Mensch als Industriepalast, das ist natürlich auch ein Kind seiner Zeit, diese Grafik, das war am Ende der Industrialisierung und man kennt es aus dem Internet. Als ich diese fünf Bände gekauft habe, habe ich auch versucht, ein Original dieses Posters zu bekommen. Das war nämlich diesen Bänden beigelegt. Nur um Ihnen das mal kurz klar zu machen, dieses Poster wird auf Auktionen im Original heute so für 5000 Euro gehandelt. Und bei der Buchbeschreibung dieses Buches stand hinten drin, mit dem Poster der Mensch als Industriepalast, Gesamtpreis 90 Euro. Habe ich natürlich zugeschlagen und sowas kennt man aus dem Internet, aber was ich Ihnen jetzt heute mal mitgebracht habe, ist das Original. Und können wir das Licht hochfahren? Und jetzt schauen Sie sich mal die Farben an hier. So, ne? Das ist was, was... Ich laufe jetzt einfach mal schnell durch, oder?
Ihr kommt später dran. Ja. Also, schauen Sie mal. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Zeit haben. Aber zu Ihnen ganz hinten komme ich auch noch. So. Und wieder zurück. Ja, also das Original fasziniert natürlich noch viel mehr als eine Reproduktion. Und das wirkt sich dann manchmal negativ auf den Geldbeutel aus, aber macht nichts. Sie sehen diese Darstellung, frontaler Korpus, Kopf von der Seite, hat Fritz Kahn auch in anderen Grafiken noch verwendet. Und wenn wir jetzt schon beim Sammeln sind, würde ich Ihnen gerne noch eine Geschichte zu ein paar Karten erzählen, die in meiner Sammlung sind. Und die Überschrift, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern, das Internet weiß alles, falsch. Ich habe Ihnen erzählt, dass ich Konstanz liebe, bin dort groß geworden. Natürlich nutze ich, und das möchte ich vorausschicken, auch das Internet, um mich zu informieren, was es an historischer Infografik gibt. Meistens findet man aber dann nur die Abbildungen. Die sind zwar schön anzugucken, aber man erfährt nichts über das Werk. Aber manchmal hilft das Internet auch nicht weiter. Ich habe eine Vogelschaukarte der Stadt Konstanz aus den 70er Jahren in einem Schaukasten an einem Parkhaus gesehen, habe das Ding fotografiert und wollte eigentlich das Original bekommen. Im Internet war nichts zu finden dazu, überhaupt nichts. Und was mache ich dann? Ich schalte eine Anzeige in der Lokalzeitung, in der Regionalzeitung. Ja, da stellst du, suche diesen Konstanzer Stadtplan, bla bla bla, und mit Telefon und E-Mail-Adresse. Achten Sie bitte auch auf die Zeitleiste da unten. Diese Anzeige hat mich ein Schweinegeld, viel Geld gekostet. Ich habe es im Südkurier geschaltet, hier ist der Bodensee, hier ist Konstanz. Ich habe den Ausschnitt hier gewählt, um es bezahlbar zu halten, und habe dann an diesem Samstag, als die Anzeige erschien, mit Rechner und Handy da gesessen und gesagt, so, jetzt rufen Sie in Scharen an. Ja, Pustekuchen. Aber eine Woche später rief mich jemand aus Flintbek an. 7.335 Einwohner und einen schlecht ausgeglichenen Ortsnamen. Und er hat gesagt, oh ja, ich habe Ihre Anzeige im Südkurier gelesen. Ich habe, was? Und ich habe so eine Karte. Ich habe sie dann umsonst bekommen, das fand ich auch toll. Und da ist sie also im Original mit ein bisschen Mäusefraß, muss also 30 Jahre im Keller gestanden haben. Und das Foto nebendran, damit Sie sehen, wie groß die ungefähr ist. Das ist aber noch nicht das Ende der Geschichte. Nachdem ich also nun wusste, wer der Autor war, wann das erschienen wurde, habe ich weiter recherchiert und habe das Jahr 2012, hier sind noch mal ein paar Details, eine sehr, sehr schöne Karte, und habe dann das Jahr 2012 damit verbracht, weiter zu recherchieren, und habe festgestellt, der gleiche Künstler hat auch eine Karte vom Bodensee und von Meersburg, also der Stadt auf der anderen Seite, rausgebracht, aber es waren keine Abbildungen zu finden im Internet. Und ich habe dann immer mal wieder recherchiert, habe das zur Seite gelegt, und heute haben wir den 22.02.2013, vor genau einem Monat bekomme ich diese E-Mail. Guten Abend, habe gerade beim Aufräumen Ihre Anzeige im Südkurier gefunden. Es ist schon länger her, ja. Und ich hätte eine Karte von Konstanz. Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich gerne melden. So, ich habe ihr zurückgeschrieben und gesagt, naja, ich habe die Karte schon, aber ob sie vielleicht zufällig noch diese anderen beiden Karten hätte, hatte sie. Hier ist die vom Bodensee, die das Brauchtum um den Bodensee herum darstellt. Hier Bayern und das benachbarte Ausland, also Baden-Württemberg und die Schweiz und Liechtenstein. Und die zweite Karte ist die von Meersburg, die ist nicht ganz so schön wie die Konstanzer, aber trotzdem, Sie wissen, wie das bei Sammlern ist, die müssen immer alles haben. Applaus
Ja, wenn man Infografik sammelt, kommt man ganz schlecht am Dritten Reich vorbei. Nicht, weil da so tolle Infografiken entstanden sind, sondern weil sowohl Österreich als auch Deutschland unter den Nazis auch in diesem Bereich ganz stark gelitten haben. Sowohl Fritz Kahn, den ich vorhin schon erwähnt habe, als auch andere mussten Deutschland, mussten Österreich, das Deutsche Reich verlassen, sind meist in die USA emigriert. Fritz Kahn zum Beispiel mit Hilfe von Albert Einstein. Und ich möchte Ihnen aber zeigen, was diese Infografiker dann dort geleistet haben. Und als Beispiel habe ich mir rausgesucht den World Geographic Atlas von Herbert Bayer. Herbert Bayer war Österreicher, aber auch Bauhauslehrer. Und das ist ein Atlas, der sehr bekannt ist für die Integration von Kartografie und Infografik. Und Sie sehen auch schon, das ist hier aus der Front des Pits. Da geht es um Geografie, Geologie, Astronomie. Man versuchte in diesem Atlas so ein Gesamtweltbild zu vermitteln. Ich zeige Ihnen mal ein paar Seiten, die Sie vielleicht im Original auch schon mal gesehen haben. Hier geht es um die Größenverhältnisse zwischen Sonne und den Planeten. Das ist eine Seite, die natürlich gestalterisch hervorragend ist und die es einem leicht macht, sich die Größenverhältnisse einzuprägen. Auf der nächsten Seite geht es um die Haupthandelsrouten. Also eine Kartografie, die thematisch mit Informationen versehen ist. Und so eine typische Seite, eine Integration, hier geht es um Neuseeland, wie Sie unschwer erkennen können, eine Integration von Illustration, klassischer geografischer Karte, thematischer Karte und auch noch so ein bisschen Isotype-Grafik. Süß. Damit bin ich aber eigentlich auch schon am Ende für heute. Wenn Sie sich für meine Sammlung interessieren, schauen Sie meinen Flickr-Stream an. Da finden Sie viele andere Werke aus dem 18., 19. und 20. Jahrhundert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, gerne. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Nur zu, 2 Minuten haben wir Zeit. Keine Fragen? Ja, dann lade ich Sie recht herzlich nach Augsburg ein. Wenn Sie mal da sind, dann zeige ich Ihnen gerne auch die Originale. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank, Michael Stoll.